Hallo meine lieben Freunde, mein Name ist Lau Popov und heute bin ich im Studio von Fasten Hamburg bei Nasrin. Wir haben uns kennengelernt durch Instagram und zwar ich war an der Suche, mein Wissen im Fastentraining zu vertiefen und so bin ich auf Nasrin gestoßen. Und heute bin ich da und wie gesagt, diesen Black Roll kennt ihr sehr gut und ich finde ihn sehr toll. Aber heute, als ich Nasrin kennengelernt habe und habe ich erfahren über noch einen Holzstrug und ich bin super gespannt, was wir damit noch machen können. Holzrolle, mein lieber Slava. Holzrolle, dankeschön. Und ja. Holzrolle. Ja. Und dann Nasrin hat vorbereitet ein paar spannende Übungen für mich damit und ich freue mich darauf sehr. Ja, ich mich auch, dass ich dir das zeigen darf, dass ich das Wissen erweitern kann, auf jeden Fall, dir ein paar Übungen zeigen kann zur Längenkräftigung, dass deine Muskeln lang und geschmeidig in der Richtung werden. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach, oder? Genau, dann lass uns loslegen. Super, perfekt. Ja, so Slava, dann lass uns jetzt loslegen. Schön für den unteren Rücken. Wir tauschen einmal, du bekommst die Rollholzrolle, das starke Holzstück. Meine Rolle. Ja, und wir fangen an für den unteren Rücken und ganz viele wissen nicht, dass die Beine super wichtig sind, also die Beine ausrollen, weil die Verkürzung kommt eben häufig einfach aus den Beinen, die Menschen zu viel sitzen, weißt du auch. Ne? Macht Sinn, ja. So, deswegen, wir rollen jetzt den Oberschenkel aus, dazu gehst du um vier Füße statt und jetzt gehst du mit deinem rechten Bein weit nach vorne. Nimmst die Rolle an deinen linken Oberschenkel und bei der Rollholzrolle achtest du darauf, dass du außen bleibst, genau, dass du nicht in die Mulde kommst. So, und jetzt gehen wir auf die Unterarme und mit unserem Standbein, dem rechten Bein, können wir nach außen rutschen. Dann kannst du dich hier richtig schön öffnen, genau. So, und dann rollen wir auf und ab. Spannen den Bauch dabei richtig fest, der Bauchnabel ist eingezogen, nicht im Hohlkreuz. Und dann rollen wir erstmal so ein paar Mal auf und ab. Und Slava denkt sich, oh, ist das intensiv bestimmt? Oh yeah, das ist richtig gut. Und Slava, jetzt immer das Bein beugen und strecken. Beugen und strecken. Jawohl, und so kommen wir richtig schön an unseren Oberschenkelmuskel, der ist vierteilig, deswegen auch lateinisch der Quadrizeps. Und den rollen wir jetzt aus. Wir können variieren, indem wir jetzt den Unterschenkel nach außen fallen lassen. Und jetzt rollen wir außen. Merkst du? Oh ja. Deshalb machen wir das auch abends hier immer im Studio in Gruppen, damit die Leute motiviert sind, weil die meisten haben so eine Rolle zu Hause und arbeiten damit nicht, weil die Motivation fehlt. Okay. Bei dem leichten Schmerz. Genau, super. Und immer wieder den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Und dann lässt du mal deinen Oberschenkel nach innen fallen und rollst dann mehr die Innenseite aus. Jawohl. Super. Okay. Sehr schön. Das tut richtig gut. 15 Mal mindestens. 15 Mal, ja? Ja. Also gerade wenn wir jetzt die vier Anteile machen, dann eben 15 Mal innen, 15 Mal außen, 15 Mal in der Mitte. Und ihr könnt dabei gerne euer Bein beugen und strecken. Und ich sage immer, wenn der Schmerz kommt, probiert dahin auszuatmen. Okay, das wäre die erste Übung. Okay, genau so auf andere Seite. Wir machen das gleich dann auf der anderen Seite, genau. Also macht ihr. Jetzt machen wir weiter mit den Innenschenkelmuskeln. Okay. Dazu legst du dich komplett in Bauchlage. Dein linkes Bein ziehst du weit nach oben. Ich zeige immer wie ein Frosch. Die Rolle packst du hier hin. Dann gehst du auf die Unterarme, zieh die Ellbogen weit zurück, sodass sie so in Höhe der Schulter sind. Und dann rollen wir hier die Innenschenkel aus,
Dein Standbein ist nach oben aufgestellt. Mhm. Ja, und du drückst dich schön nach oben in die Luft und rollst dann hier die Innenschenkel aus. Genau. Bauchnabel ist wieder schön zur Wirbelsäule gezogen. Komplett fest. Bleibt nicht im Hohlkreuz. Und da ist es wichtig, dass wir die ganze Zeit unseren Brustkorb Richtung Matte haben. Mhm. Und bei unseren heute 40 Grad ist uns auch gar nicht heiß hier im Studio. Richtig? Es ist heiß. Genau, auch aber wieder 15 Mal. Aber für eigenen Körper, es lohnt sich. Ja. Wie fühlt es sich an mit der Holzrolle? Sehr gut. Anderes auf jeden Fall. Zum Holz hat man bessere Beziehung. Ja, so. Ja. Also dann Synchro machen. Oh. Genau, jetzt passt es. Super. Und auch hier können wir eine Variante machen. Legt euch mal ab. Und jetzt heben wir einfach mal das Bein so ein bisschen an, wie so ein Hund, wo ich hinpinkeln will. Und jetzt merkst du hier die Stränge der Muskeln so. Grenzen, oder? Ja. Schmerz? Ja. Okay, probier hier zu bleiben, tief zu atmen, ein und aus und dann wieder strecken, beugen. Strecken, beugen. Super. Ja. Schon habt ihr die zweite Übung. Mindestens 15 Mal. Und zur anderen Seite machen wir das natürlich dann auch. Gut. Kommen wir hoch. Wir rollen jetzt die Po-Muskulatur aus. Okay. Jetzt nehmt ihr die Rolle ein bisschen schräg zu eurem Po-Muskel. Und zwar im Überhang. Das heißt, wir setzen uns jetzt so auf die Rolle. Verlagert unser Gewicht komplett auf links, nehmen jetzt das linke Bein auf das rechte. Ja, jetzt musst du mal gucken, dass du mit der Rollholz. Ja. Genau, ich drehe sie einmal ein bisschen. So. Danke. Genau. Und dann können wir hier die Po-Muskulatur aufrollen. Und das ist auch sehr angenehm. Oh je. Yeah. Klar, probier mal dein Gewicht komplett auf die linke Seite zu drehen. Aha. Und so? Vielleicht oben bleiben. Ja. Geht das mit dem Loch? Ich spüre. Das ist so ordentlich, oder? Oh je. Yeah. Okay. Und einfach. Das tut so gut. Dass man den Verlauf der Muskel in der Anatomie ein bisschen beachtet. Probiert die Rolle leicht schräg euch sozusagen unter die Po zu schieben. Ich mache mal ganz kurz nochmal für die Zuschauer auf die andere Seite, damit sie es sehen. Du darfst es schön weiterrollen. 15 Mal in der Seite. Ja. Das ist schon eine Herausforderung. Rolle im Überhang, rechtes Bein aufs linke und wir rollen den Fuß. Aber ich möchte auch eine andere Seite machen. Ach so, ist vielleicht sogar die betroffene Seite die rechte? Sonst wird meine andere Seite sauber sein. Okay. Und würdest du sagen, es funktioniert mit der Rollholzrolle auch? Oh ja, bis dann. Mach sogar mehr. Weil da ist es in der Mitte auch. Für die Wirbelsäule kann man auch da gut nutzen. Ja. Und es passt die Muskeln ein. Super. Okay, das macht ihr mindestens 15 Mal. Wer zur Matte kommt, der kann wirklich komplett das Gewicht auf links und er auf rechts setzen und dann. Das ist auch schon koordinativ sehr anspruchsvoll. Mhm. Und Gleichgewicht kann man auch gleichzeitig trainieren. Ja, jeden Fall.
Okay, was kommt noch? Jetzt drehen wir uns zu den Rücken zu den Zuschauern. Okay, machen wir für den Rücken, ja? Jetzt machen wir den unteren Rücken und jetzt kommt das Highlight, weil ihr habt ja hier schon diese schöne Auswölbung hier an der Lendenwirbelsäule. Genau, du nimmst jetzt einfach mal, setzt dich mal auf die Rolle drauf und dann läufst du mit deinen Füßen ein bisschen nach vorne. Okay. So, dass du dann langsam auf die Unterarme kommst. Und jetzt gibst du den Ton an sozusagen. Also du gibst jetzt nicht das volle Gewicht auf die Rolle, sondern hebst dich so ein bisschen an. Die Fußsohlen drücken schön in den Boden, in die Matte. Mhm. Bauchnabel ist wieder zur Wirbelsäule gezogen, fest. Und dann können wir hier ein bisschen rollen im Lendenbereich. Und Lara, wie fühlt sich's an? Das fühlt sich sehr gut an. Du kannst auch ein bisschen höher rollen. Also der Lendenbereich, da muss man ein bisschen vorsichtig rollen. Oh ja, auf jeden Fall. Und weißt du, was ganz schön ist? Wenn du jetzt deine Beine als Paket einfach mal ein bisschen nach rechts fallen lässt, anderes rechts. Ach so. Ja, und dann nach hinten ausrollst. Oh. Genau. Funktioniert das auch mit dem unteren Armstütz? Sehr gut funktioniert. Da auf jeden Fall kann man das Gewicht selber regulieren. Und dann da gibt es mal Unterstützer auf einem Bauch. Genau. Und auch mit den Füßen. Also ich sage immer, alles, was an Stützaktivität jetzt aktiv ist, also die zwei Füße, die dürfen ordentlich in den Boden drücken. Da können wir selber das Gewicht dosieren. Super. Wenn das ist für Zimmer. Ja. Und ich merke schon, du bist ganz heiß auf dem Brustwirbelbereich. Und dann nimmst du jetzt mal deine Hände in den Nacken, die Rolle ein bisschen höher. Okay. Und hier unter die Schulterblätter die Rolle. Okay. Und jetzt drückst du dich wieder nach oben. Hüftbeuger anspannen, Po abheben. Okay. Hände in den Nacken. Und wir rollen schön den ganzen Rücken aus. Oh, das ist gemeint ein bisschen. Mit Goldstock. Jetzt glaube ich, ehrlich gesagt, ich liebe mehr Bike Rolling. So schnell geht's. Das ist einfach so krass. Oh. Aber ist es nicht sehr intensiv wie eine Behandlung fast? Also würdest du nicht auch sagen? Es ist wie eine Behandlung, aber sehr intensiv. Und da habe ich einfach viel Verspannung. Ja. Ich würde sagen, das ist echt böse. An denen arbeitest du jetzt, an den Verspannungen. Und du kannst ein bisschen dein Gewicht. Aber heb dein Po an. Du bist hier, hängst du zu weit unten, die Füße mehr zum Po-Slaber. Po nach oben. Und wirklich die Spannung aufbauen. Super. Das ist. Perfekt. Das ist zu anstrengend für mich. Ich meine, so viele Schmerzen in den Rücken. Ach, habe ich in meine Muskulatur sehr viel Verspannung. Ja. So, ich muss das auf jeden Fall noch mehr machen. Ja. Weil dadurch, dass ich auf schwarzen Rollen mache, auf schwarzer Rolle, ist ein bisschen sanfter. Genau, die Schaumstoffrolle. Und jetzt spüre ich auf jeden Fall, dass auf Roll es noch in die Tiefe geht. Ja. So. Und das ist wichtig, weil wir haben ja oberflächliche Faszien und tiefe Faszien. Genau. Die tiefen Muskeln, das ist das, was du bei deinem Handstein ja super trainierst. Das sind ja die kleinen, tiefen Muskeln an der Wirbelsäule. Ja, deswegen, das ist einfach für mich, für die Tiefe. Ich dachte, ich bin sehr gut bedient und dachte, okay, ich gehe trotzdem, ich liebe Herausforderungen. Und jetzt, ich bereue gar nicht, dass ich freue mich, dass ich gekommen bin, weil da habe ich mich wirklich durch geknotet. Ja. Genau. Ja, also es ist eine ganz, ja, also ich finde die Rolle sehr empfehlenswert. Es ist schon ein bisschen, kann man sich vorstellen, ne, dass sie handgemacht ist und so, dass sie ein bisschen teurer ist, aber du hast sie dein Leben lang. Und was ist mit seitlichen?
seitlichen Muskeln. Wir kennen uns nur seitliche. Ja, gewisserweise haben wir schon einen Anteil gemacht, indem wir im Tierfüßlerstand waren und das Bein nach außen fallen lassen haben. Ach so, stimmt. Aber du hast recht, wir können noch mehr die seitlichen aktivieren, indem wir die Rolle jetzt im rechten Winkel zu unserem Oberschenkel nehmen. Und. Ne? Ja, willst du dich zu mir drehen? Das ist vielleicht besser. Siehst du die ganze Zeit nicht? Genau. Jetzt kannst du dein unteres Bein strecken. Das obere ist gebeugt. Gewicht wird wieder komplett auf die Handteller gelegt. Und jetzt kannst du hier die Seiten ausrollen. Da musst du jetzt wieder drauf achten. Aber muss ich in der Mitte? Nee, nicht in der Mulde. Nee. So, hier. Eine Seite außen bei der Rollholzrolle. Genau. Das geht richtig in die Tiefe mit Holz. Ja. Und ich finde, Holz ist einfach ein super schönes Element, oder? Auf jeden Fall. Also, deswegen ist hier auch mein Pfeifkonzept ein schönes Holz. Ja, und so können wir schön Seiten ausrollen. Und die meisten, die schreien ja wirklich, wenn sie hier außen rollen. Mhm. Du machst es super und bist tapfer. Ich bin ein Tapfer, genau. Aber Tapferer. Wenn ich schreien darf, ich kann auch schreien. Das spürt man auf jeden Fall. Und ich empfehle dann, wenn es sehr schmerzhaft ist, dass wir die Hände richtig schön zum Hochdrücken nutzen und auch den Fuß. Und dass wir relativ schnell rollen. Schnell. Ja. Aber das ist schon ein Ausdauertraining. Ja. Jeden Fall. Ich bin froh, dass du nicht rausgehst von der Kamera. Genau. Du kannst doch mal sagen, wenn man schnell. Also schnelle Rollen ist zum Aktivieren der Muskeln und man kann aber langsames Rollen auch zum Regenerieren machen. Aha, okay. Das Lara macht es richtig gut. Jetzt haben wir mittlerweile 50 Grad. Das ist sehr gut. Ja. So, und natürlich die andere Seite auch. Ja, auf jeden Fall immer gleichzeitig. Genau. Eine Seite und dann andere Seite. Ja. Yeah. Nicht vergessen. Nein. Und jetzt zeige ich dir eine Übung, die letzte für heute, würde ich sagen, für die Längenkräftigung vom Hüftbeugemuskel. Okay. So, dann stell dich mal in den Kniestand. Halbkniestand. Jetzt ist wichtig, dass der Unterschenkel relativ gerade liegt hinten. Also den kannst du nochmal kontrollieren. Dein Fuß liegt auf. Hinten deinen Fuß auflegen. Lass uns gucken, ob wir das hier. Mhm. Ach, sehr gut. Gut. Mhm. Das ist gut. Super. Professioneller geht's doch gar nicht. Weil das muss ich erkennen. Mhm. Genau, aber dann Fuß darfst du hinten ablegen, deine Fußsohle. So. Und jetzt ist ganz wichtig, dass du dein Po einziehst. Also wir kommen aus dem Hohlkreuz raus. Mhm. Genau. Und das muss ich jetzt mal ganz intensiv betonen. Leider sagen ganz viele Sportler aus dem Sportbereich, wir kippen das Becken jetzt nach vorne. Das ist nicht richtig. Unsere Beckenschaufeln sind hier und wir kippen sie nach hinten. Das Schambein kommt nach oben und eure Sitzbeinhöcker, die kommen nach unten zum Boden. Dann ist das Hohlkreuz weg, dann seid ihr optimal vorbereitet. So, jetzt den Bauchnabel einziehen zur Wirbelsäule, hier ganz fest. Und wir verlagern unser Gewicht weit nach hinten, bis der Oberschenkelmuskel richtig aktiv ist. Du drückst mit deinem linken Unterschenkel in die Matte, als wolltest du dein Bein da durchziehen. Das ist schon sehr anstrengend. Und tief ein- und ausatmen. Wir verlängern jetzt den Oberschenkelmuskel mit der Hoffnung, dass dann irgendwann auch der Hüftbeuger nachlässt. Aber erstmal müsst ihr wirklich hier am Quadrizeps arbeiten. Wie lange? Wie viele Sekunden? Sollt ihr auch 15 Sekunden? Ihr macht mindestens 7 tiefe Atemzüge, also bestimmt bis 35 zählen. Okay, das ist schon anspruchsvoll. Mhm.
aber kann man natürlich vielleicht langsam anfangen und dann aufbauen. Ja, genau. Ihr könnt, oder empfehlenswert, 35 Sekunden, dass man... Nee, wir können gerne am Anfang, ihr könnt 3 tiefe Atemzüge, und Atemzüge ist ja immer ein- und ausatmen. Wirklich tief atmen, trotz der Anstrengung, probiert tief zu atmen. Okay, probieren wir nochmal. Und... Genau, nach oben. Hüfte kippen und... Und ganz wichtig ist auch, die Pobacken locker lassen. Sehr schön. Unterschenkel ordentlich in die Matte drücken. Gut. Das ist sehr schön. Ich hole dir eine andere Seite. Jetzt machen wir ganz kurz nochmal auf der Seite den Ausgleich. Zieht euch weit nach vorne auf euer rechtes Bein, so als wollten wir fast aufstehen. Wir stehen nicht auf, aber bringt euer Gewicht so weit nach vorne, dass ihr fast aufstehen wollt. Zieht die Wirbel auseinander und richtig schön die Sitzbeinhöcker zur Matte, sodass wir die komplette Länge spüren. Spürst du es? Yes. Super. Ja. Genau, man kann da auch mit dem Bild arbeiten, dass sich jemand an den Händen nach vorne zieht. Sehr schön. Jetzt darfst du die andere Seite. Okay. So. Ich gehe mal wieder. Genau, du kriegst. So, Hüfte kippen. Ja, Becken kippt nach hinten. Nach hinten kippen. Die Arme hier. Das Fett, Bauch nach oben einziehen. Bauch nach oben. Hier drückst du richtig mit deinem Unterschenkel in den Boden. Ja. Und hier arbeitet es ordentlich. Super. Und das ist halt tatsächlich eine Übung, die Lava braucht. Die ganz viele von uns brauchen. Denn die meisten haben die Verkürzung. Okay, und dann nach vorne. Ja, nach vorne. So, dass du fast das Gefühl hast, du ziehst schon wieder dich nach oben. Komplett lang und die Po locker und die Sitzbeine locker zum Boden. Sehr schön. Auch 5, 6. 3 Atemzüge. Man schwitzt schon ganz ordentlich. Ja, mindestens 3 Wiederholungen. Würdest du machen? 3 Wiederholungen. Genau, mindestens 3. 3 Wiederholungen auf jeden Fall muss man machen. Ja. Und ich würde sagen, es reicht absolut für heute. Deshalb haben die Zuschauer die Übungen, du hast die Übungen und dann gucken wir einfach mal. Falls ihr Fragen habt, natürlich könnt ihr gerne in den Kommentar schreiben. Ja, genau, super. Vielen Dank, Nasrin. Sehr gerne. Es war super. Ja. Du bist echt Profi. Danke. Ich mache das seit 6 Jahren jetzt Faszien. Also es ist echt so eine Leidenschaft, die zu mir gekommen ist. Also super Beschäftigung, finde ich, ausgesucht. Erstens kann man selber immer fit bleiben und einfach stressenlos durch die Gegend laufen und glücklich leben. Und auch den Menschen helfen und sie auch unterstützen, damit sie wirklich Schmerzen haben und ein glückliches Leben in Balance zu führen. Ja, und da sind wir uns ja ähnlich, weil du hast ja auch irgendwie ein Konzept, wo du sagst, du willst die Leute schmerzfrei machen und so. Und ich finde es auch wichtig, weil es ist nicht richtig, dass alle total unbeweglich und schmerzhaft da draußen rumlaufen. Und dass wir immer mehr Stress haben, ne? das nimmt dann noch zu. Sie wissen, das ist auch schon erforscht, dass die Faszien sich bei Stress erst recht zusammenziehen. Das heißt, der psychische, körperliche Stress, der auch in der Arbeitswelt ein bisschen leider ausgeübt wird, der macht dann noch mehr die Faszien zu. Deswegen, mit dem Faszientraining habt ihr so ein Ganzkörpertraining. Also es gibt auch schon Forschungen, wo man sagt, wir haben dann Einfluss auf unsere, auch wirklich auf diese Entspannungsrezeptoren. Wie viele Trainingseinheiten würdest du empfehlen, unseren Zuschauern pro Woche ausüben? Mindestens 3-mal die Woche am Anfang. 3-mal die Woche. Also ich weiß, es ist erstmal nicht so einfach, das sich vorzunehmen, aber ja, schaut, dass ihr 3-mal die Woche das macht und vielleicht einfach in einer Einheit von 15 Minuten. 15 Minuten. Dass man nicht so demotiviert ist gleich. Kann man jeden Tag das machen?
Könnte man auch, ja. Wer sehr, sehr motiviert ist, kann das auch gerne jeden Tag machen. Und das Schöne ist, ihr könnt es einfach, ihr müsst nicht vorher euch warm machen, weil das macht euch warm. Durch das Ausrollen wird mehr die Blutung erreicht, wir regen den Stoffwechsel an, das ist echt super. Und vor allem finde ich, die alle Faszien und Muskeln, sie werden so durchmassiert sozusagen. Mhm. Es Elastizität ja. Der Muskel und Faszien wird enorm gesteigert. Kann man sehr Beweglichkeit verbessern. Ja. Genau. Das ist auch das Ziel. Daher haben wir jetzt am Schluss nochmal eine Lenkkräftigungsübung gemacht. Das Ziel ist halt auch, was leider auch noch nicht so verbreitet ist, dass die Muskeln lang und geschmeidig wieder trainiert werden. Also dass wir nicht nur mit der Muskulatur arbeiten, die wir haben. Das hört sich ein bisschen komisch jetzt an, aber ich meine damit, dass wir durch die Verkürzungen und durch den Alltag eben nicht mehr die volle Länge haben, die volle Funktion. Und wir wollen wieder die neue Länge erreichen. Also du merkst, die Übung ist anstrengend. Mhm. Es war keine Dehnübung. Wir hoffen, dass die Muskelzellen sich wieder aufbauen langsam und dass der Muskel wieder lang wird. Sehr schön. Ja. Und ihr könnt gerne zum Training kommen abends. Ich habe zweimal die Woche Training. Wer da Nachhilfe braucht, es gibt auch da eine Förderung von der Krankenkasse. Also liegt mir auch viel am Herzen, dass es so viele Menschen wie möglich machen können. So, Slava, du hast dich richtig gut angestellt. Dankeschön, ich habe mir Mühe gegeben. Hat es dir Spaß gemacht? Auf jeden Fall. Schön. Das ist richtig empfehlenswert. Diese Rolle ist es einfach Goldstück. Ja, schön, das freut mich. Also tatsächlich, wenn man mal auch keine Zeit hat für eine Behandlung oder für einen Therapeuten, würdest du auch sagen, ne? Das sind sehr intensiv, hast du gemerkt, in deinem richtig Fall. In den Muskeln. Und also es ist eine tolle Erfindung. Kann ich auch nur Hut absagen für die Leute von Rollholz, finde ich echt super. Ihr bekommt sogar einen Gutscheincode von mir, den verlinke ich in dem Video unten in der Beschreibung. Und wer jetzt die Zeit nutzen möchte im Sommer und irgendwie, ja, wenn es mal hier zwickt und da zwickt, dann wartet doch einfach nicht, kommt zu mir ins Studio. Ich habe ein spezielles Angebot, das verlinke ich auch hier unter dem Video. Und dann, ja, sehen wir uns in Altona. Sehr zentral und es ist garantiert. Ihr hier wird sehr gut aufgehoben. Danke, Slava, super. Und ich hoffe, wir haben schon weitere Pläne. Ich bin bald bei dir irgendwie, weiß ich noch nicht, ob wir das Outdoor machen oder auf jeden Fall. Wir machen auf jeden Fall eine Handstand-Session. Ja, total cool, damit ich mal ein bisschen kräftiger werde. Ich arbeite zwar auch hart mit meinen Armen immer den ganzen Tag so an den Patienten, aber ich weiß es nicht. Vielleicht kannst du auch dazu kurz was sagen. Warum haben die Frauen immer keine Kraft in den Armen? So. Muss man ein bisschen üben. Ja. Das ist die Übungssache. So einfach. So einfach ist die Antwort. Genau, und ihr lieben Zuschauer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt an mich oder auch an Slava, dann schreibt uns. Und unten in den Kommentaren, unter diesem Video. Ja, genau. Und wir können auch gerne mal, wenn ihr möchtet, auch mal live gehen, oder? Und auf die Fragen eingehen, bei Facebook zum Beispiel. Also ich bin dafür offen. Genau. Ja. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und ihr mit diesen Übungen auch euch helfen könntet. Und viel Spaß dabei, auf jeden Fall. Ja, ciao. Ciao. Hi ihr Lieben, hier seid ihr wieder im Studio von Faszien Hamburg. Und heute habe ich Slava Popov zu Gast. Dankeschön. Popov? Slava Popov. Slava Popov. Nochmal. Mach das mal weg. Was ist lustig? Das sieht danach aus. Okay, jetzt kommt. Das wird dein Video sein. Das kriegst du jetzt so. Ich kann mich da nicht mehr beruhigen. Nein, so geht es nicht.
habe ich noch nicht erfahren. Sie werden mir glauben, dass wir nüchtern. Was nehmen wir auf? Halbe Stunde lachen. Was ist los hier? Fast ein Training haben. Fast ein Kampf. Lach-Yoga. Lach. Und. Das Lustige war schon vorbei. Es